Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben durch die Kombination von drei Verfassungsprinzipien, nämlich einerseits der Gewaltenteilung, zweitens des Bundesstaates und drittens der kommunalen Selbstverwaltung, die Struktur der Staatsorganisation entwickelt. Diese Struktur der Staatsorganisation wollen wir oder haben wir begonnen, im Einzelnen abzuarbeiten. Wir haben uns also im 13. Kapitel das Bundesparlament und die Landesparlamente angeschaut, wie sie organisiert ist und wie der Weg der Bundesgesetzgebung und der Landesgesetzgebung geht. Heute im 14. Kapitel wollen wir uns den Bundespräsidenten anschauen. Den Bundespräsidenten haben wir herausgehoben, gezeichnet, weil der Bundespräsident eben Staatsoberhaupt ist. Aber er ist, und das ist ganz wichtig, kein Organ der Gesetzgebung, kein Organ der Gerichtsbarkeit und etwas Viertes gibt es nicht, sodass er immer ein Organ der Verwaltung sein muss und auch tatsächlich ist. Also, wir wollen uns mit dem Bundespräsidenten auseinandersetzen. Wir wissen, Österreich ist eine Republik und Republik bedeutet, dass wir eine verantwortliche Staatsspitze haben. Verantwortliche Staatsspitze heißt nicht zwingend, dass die Spitze dem Volk gegenüber verantwortlich sein muss. Also es muss nicht zwingend ein demokratisches System sein, das sich Republik nennt, aber es gibt Verantwortungen der Staatsspitze, also keine Staatsspitze, die Kraft eigener Macht alles tun kann, was sie will oder auf sich auf das Gottesgnadentum stützt oder was auch immer. Und wir sind eine Republik, daher haben wir eine verantwortliche Staatsspitze und diese verantwortliche Staatsspitze ist der Bundespräsident. Und weil wir nicht nur eine Republik sind, sondern auch eine Demokratie, ist natürlich logisch, dass der Bundespräsident nicht irgendjemanden, sondern letztlich dem Volk verantwortlich ist. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie kommt der Bundespräsident in sein Amt und wie verliert der Bundespräsident eventuell sein Amt wieder. Der Bundespräsident wird vom Volk gewählt. Es gelten die Wahlrechtsgrundsätze, die wir schon kennengelernt haben, auch für den Nationalrat. Natürlich eine Listenwahl stellt sich hier nicht, weil hier nur Personen kandidieren und es kann ja nur ein Amt vergeben werden. Der Bundespräsident hat eine Wahlperiode von 6 Jahren. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Dann müsste er eine Periode aussetzen, dann könnte er wieder antreten. Es ist eine Volkswahl, haben wir schon gesagt. Und das passive Mindestwahlalter ist 35 Jahre. Nun, um als Bundespräsident kandidieren zu können, braucht man natürlich die Unterstützung, eine gewisse Anzahl von Unterschriften, die das befürworten oder eben andere politische Kräfte. Das wollen wir hier im Einzelnen nicht näher anschauen. Darf ich Sie aufs Lehrbuch verweisen? Und jetzt ist die Frage, der Bundespräsident ist also das Oberhaupt des Staates, Oberhaupt der Republik Österreich und ein Verwaltungsorgan, und zwar ein Bundesverwaltungsorgan. Der Bundespräsident ist kein Verwaltungsorgan der Länder. Allerdings nach außen, das haben wir schon gesehen, repräsentiert der Bundespräsident die Republik Österreich insgesamt. Nach außen heißt im völkerrechtlichen Verkehr, insbesondere beim Abschluss von Staatsverträgen. Das heißt, wenn also die Länder, die keine Völkerrechtssubjekte sind, auch irgendwelche Verträge abschließen wollen, dann kann das nach außen immer nur ein Staatsvertrag des Bundes sein, sodass der Bundespräsident hier auch die Verträge als Bundesstaatsverträge abschließt, die die Länder betreffen. Aber darüber haben wir uns schon auseinandergesetzt. Für die Länder hat der Bundespräsident keine Bedeutung, auch keine
politische Bedeutung. Er kann also hier nicht die Landesregierung ernennen oder sonst was machen. Seine einzige Position ist, dass er hier die Landesregierung angelobt und vielleicht den Landtag auflöst, aber das werden wir jetzt sehen. Also wir haben ein Oberhaupt und dieses Oberhaupt ist jedenfalls formal ordentlich eingerichtet, also er vertritt die Republik nach außen im völkerrechtlichen Verkehr, er ist der Repräsentant Österreichs, er schließt die Verträge, die Staatsverträge nach außen entsprechend ab und der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt auch im Inneren. Und er ist Spitze der Bundesverwaltung. Aber was das jetzt heißt, Staatsoberhaupt im Inneren und Spitze der Bundesverwaltung, das muss man sich sehr genau anschauen. Denn der Bundespräsident darf im Inneren nur das tun, was ihm die Verfassung erlaubt, obwohl er jetzt ganz weit oben steht. Und wenn man da genau hinschaut, ist es gar nicht viel, was er darf. Insbesondere dürfen Sie sich nicht vorstellen, dass der Bundespräsident das Oberhaupt des Staates im Inneren ist und daher hergehen kann und irgendjemanden etwas anschaffen darf. Das ist in der Verfassung nicht vorgesehen. Er hat keine Leitungsrechte, er hat keine Weisungsrechte, etwa dem Bundeskanzler gegenüber oder einem Landeshauptmann gegenüber oder dem Parlament gegenüber, das gibt es alles nicht. Er ist zwar oben, aber er ist oben ziemlich abgehoben und abgelöst von den eigentlichen Machtzentren im Staat. Naja, wenn das so ist, dass er eh nichts anschaffen kann, dann ist natürlich die Frage, was sind wirklich seine Aufgaben und wozu brauchen wir einen Bundespräsidenten überhaupt? Nun, wenn wir sagen, der Bundespräsident hat vor allem repräsentative Funktionen, dann können wir sagen, naja, wir brauchen ihn ja, weil irgendjemand muss ja repräsentieren, aber das könnte natürlich auch der Präsident des Nationalrats oder sonst wer machen. Das ist auch anders vorstellbar. Die ganz interessante Variante in der Schweiz könnten Sie sich einmal anschauen. Also, der Bundespräsident, wozu? Und wir müssen uns dann seine Kompetenzen anschauen. Und der wirkliche Grund, warum es den Bundespräsidenten gibt und der wirkliche Grund, warum sein Amt Bedeutung hat, und zwar enorme Bedeutung ist, weil der Bundespräsident den Bundeskanzler ernennt. Wir haben uns schon mehrfach gefragt, wie ist eigentlich die reale Macht im Staat verteilt? Also am Papier ist es ja klar, da ist alle Macht beim Parlament. Es kann die Bundesverfassungsgesetze machen, es kann die einfachen Gesetze machen. Die Vollziehung ist strikt im Sinne des Gesetzmäßigkeitsgebots dem Parlament unterworfen. Also das ist am Papier wirklich die Macht. Und das ist die Macht des Volkes, weil das Parlament eben vom Volk gewählt ist. Aber die reale Macht, die wirkliche Macht, haben wir schon mehrfach gesagt, liegt nicht beim Parlament. Da sind 183 Abgeordnete im Nationalrat und 61 Mitglieder im Bundesrat, unbewaffnet, vielleicht ein Jagdgewehr daheim und ein längeres Küchenmesser, aber daraus geht keine reale Macht aus. Das heißt, die reale Macht liegt in der Vollziehung, liegt in der Verwaltung, unter der Führung der Regierung und die reale Macht heißt also alle Waffen, nämlich Polizei, Bundesheer. Reale Macht heißt Ausgabe des Geldes. Nur die Vollziehung kann in der Fiskalverwaltung, in der Privatwirtschaftsverwaltung eine Ausgabe unterschreiben, eine Überweisung durchführen. Natürlich unter Bindung an Gesetze, aber tatsächlich ausgeben kann es die Regierung. Und nur die Vollziehung hat Hunderttausende von Mitarbeitern, die auf die Weisungen und auf die Leitung der Verwaltungsorgane einsatzbereit sind und reagieren. Also die wahre Macht liegt bei der Vollziehung und daher ist das mächtigste Organ im Staat eben die Bundesregierung und allen voran in der Bundesregierung natürlich der Bundeskanzler. Und daher ist die entscheidende Frage, wie kommt der Bundeskanzler in sein Amt? Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das so wichtig ist und wenn das die stärkste Position ist, dann sollten wir eigentlich den Bundeskanzler wählen.
Ich meine, viele meinen ja eh, wenn Nationalratswahlen sind, sie wählen den Bundeskanzler. Aber das stimmt ja so nicht, weil sie wählen die Abgeordneten und sonst nichts. Und alles andere ist dann ein interner, weiterführender politischer Prozess. Also, warum nicht den Bundeskanzler wählen? Es gibt als Hauptbegründung dafür, dass die Bundesregierung ja ohnehin schon die gesamte Macht hat, reale Macht. Wenn jetzt der Bundeskanzler noch vom Volk gewählt wird, dann kann er sagen, ich bin der Repräsentant des Volkes, und zum Parlament sagt das, sagt dann, ihr geht's mir nichts an, ihr seid auch gewählt, aber ich bin als Person gewählt, ich bin der Wichtigste. Also man hat Angst, dass sich die Vollziehung, dass sich die Verwaltung da irgendwie verselbstständigt und nicht mehr auf das vom Volk gewählte Parlament hört. Und daher ist die allgemeine Meinung, dass man den Bundeskanzler nicht wählen soll. Wenn man den Bundeskanzler nicht wählen soll, dann muss er irgendwie ernannt sein. Und die Frage ist, wer soll ihn denn ernennen? In einem parlamentarischen System ist es logisch, dass der Bundeskanzler vom Parlament gewählt werden könnte. So ist es ja bei uns auch auf Länderebene. Der Landtag wählt den Landeshauptmann. Also auch auf Bundesebene könnte es sein, dass das Parlament den Bundeskanzler wählt, und so war es ja ursprünglich in unserer Verfassung angedacht. Erst 1929 wurde dann die Verfassung verändert, dem Parlament die Wahl des Bundeskanzlers entzogen und die Ernennung auf den Bundespräsidenten übertragen. Durch diese Verfassungsnovelle wurde das Amt des Bundespräsidenten zum ganz entscheidenden Amt, denn er bestimmt den mächtigsten Mann und das mächtigste Organ in der Republik, und er ernennt den Bundeskanzler ganz alleine. Er ist an nichts gebunden. Er kann jeden, der entsprechend wahlberechtigt ist zum Nationalrat, aber das ist ja ohne dies fast jeder, zum Bundeskanzler ernennen, und der ist dann auch Bundeskanzler. Er muss niemanden fragen, er kann das machen, wie er will, und er kann ihn natürlich auch wieder abberufen, das gehört dazu. Und diese mächtige Position, die der Bundespräsident hat, ist auch der Grund dafür, dass es in Österreich eine Volkswahl des Bundespräsidenten gibt, denn nur dafür, dass er da irgendwo repräsentiert, Eröffnungen macht und Reden hält, wäre es sehr viel Aufwand, eine eigene Volkswahl zu veranstalten. Aber hier hat er wirklich eine echte politische Aufgabe, nämlich die Ernennung des Bundeskanzlers und auf Vorschlag des Bundeskanzlers die Ernennung der Bundesminister. Und das soll demokratisch legitimiert sein. Darum gibt es eine Volkswahl, die 1929 in die Verfassung hineingeschrieben wurde, die aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals gelebt werden konnte, durch die vielen politischen Ereignisse, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben. Also die eigentliche Bedeutung des Bundespräsidenten ist die Ernennung des Bundeskanzlers und auf Vorschlag des Bundeskanzlers die Ernennung der übrigen Mitglieder der Bundesregierung. Und der Bundespräsident kann natürlich dann auch den Bundeskanzler jederzeit wieder abberufen. Also, die Bundesregierung ist politisch nicht nur dem Parlament gegenüber verantwortlich, die Bundesregierung ist auch und insbesondere dem Bundespräsidenten gegenüber politisch verantwortlich. Die Frage ist dieses System der Verfassung, das sagt, der Bundespräsident entscheidet über den Bundeskanzler, nicht dadurch ausgehöhlt, dass die Verfassung nicht konsequent ist und sagt, der Bundespräsident darf ernennen und abberufen und Punkt. Sondern die Verfassung sagt, der Bundespräsident darf ernennen und abberufen, aber auch das Parlament, der Nationalrat, darf abberufen, nämlich mit dem Misstrauensvotum. Das ist in anderen präsidentiellen Verfassungen und Demokratien nicht so. In Frankreich gibt es einen Präsidenten, der ernennt seine Regierung, aber das Parlament kann nicht abberufen. Also ist das eigentlich logisch zu sagen, ich gebe dem Bundespräsidenten die Möglichkeit, die Regierung einzusetzen und abzuberufen,
Aber ich gebe auch dem Nationalrat die Möglichkeit, zwar nicht die Regierung einzusetzen, aber die Regierung jederzeit durch Misstrauensvotum wieder abzuberufen. Und das ist in der Tat etwas, was die ganze Sache unrund macht, denn der Bundespräsident hat damit eine sehr große Macht, nämlich er kann die mächtigsten Leute in der Republik bestellen, aber wenn der Nationalrat nicht will, dann wählen sie ihm diese Leute wieder ab und die Sache ist hinfällig. Und da könnte man fragen, was hat das für einen Sinn? Warum kann man dann nicht gleich den Nationalrat die Bundesregierung wählen lassen? Nun, man muss das ein bisschen zeitgebunden sehen, 1929. Also die Monarchie ist überwunden, es gibt die Republik, es gibt insbesondere ein Parlament und natürlich bei allen zurückgerichteten konservativen Kreisen war das Parlament ja überhaupt die Ausgeburt des Teufels. Also da ist das Ende des alten Gesellschaftssystems. Viele verlieren ihre gesellschaftliche Stellung, viele verlieren ihre angeborenen Privilegien und dergleichen. Und es gab also von Anfang an sehr großen Druck auf das Parlament und aus dieser Zeit Quatschbude oder andere Dinge, die man da gesagt hat. Und es war die große Angst, und diese Angst war nicht unbegründet, dass ein Parlament so zerstritten ist, dass es keine eindeutigen Mehrheiten gibt, dass sich ein Parlament gar nicht aufrafft, einen Bundeskanzler zu wählen, weil es eben keine Mehrheiten gibt. Das war also der damalige Punkt in der Zwischenkriegszeit, auch ein ganz realer Punkt. Und man hat also versucht, durch diese Konstruktion sicherzustellen, dass es jedenfalls einen Bundeskanzler gibt, weil der Bundespräsident wird ja hoffentlich mit sich selbst einig sein, das und wen er ernennt, und es braucht nicht diesen komplizierten Willensbildungsprozess im Parlament. Nun gut, das mag was auf sich haben. Warum dann das Misstrauensvotum? Nun, beim Misstrauensvotum gilt dann das Gleiche: Wenn das Parlament zerstritten ist und keinen Bundeskanzler wählen kann, dann wird das Parlament vielleicht auch so zerstritten sein, dass es die Regierung nicht gleich abwählt. Das sind jedenfalls die Überlegungen. Ob das Ganze wirklich in der heutigen Welt der Verfassung noch seinen Platz hat oder ob wir doch nicht schon die politische Reife erreicht haben, dass das durchaus mit dem Parlament auch ginge und ob dieses Mittelding zwischen Ernennen durch den Bundespräsidenten, aber Abwahl durch den Nationalrat, ob das gescheit ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass der Bundespräsident völlig frei ist nach der Verfassung, aber in der Regel nicht. Der Bundespräsident kann nichts anderes machen, als irgendeinen Politiker beauftragen, zu versuchen, eine Mehrheit im Nationalrat hinter sich zu scharen und ihm dann einen Vorschlag zu machen, wer die Bundesregierung sein soll. Und wenn ein so ein Vorschlag zustande kommt, dann bleibt ihm nichts anderes über, als diese Leute wirklich zu ernennen. Vielleicht kann er dann im einen oder anderen Fall sagen, den ernenne ich nicht. Das hat es einmal gegeben, dass der eine oder andere abgelehnt wurde. Aber im Großen und Ganzen ist das eine aus der Geschichte verständliche, aber politisch etwas hinkende Situation. Tatsache ist, die Ernennung des Bundeskanzlers ist die Kompetenz des Bundespräsidenten, auch seine Abberufung ist die Zuständigkeit des Bundespräsidenten, die es rechtfertigt, hier ihm eine politische Volkswahl zuzurechnen. Was kann der Bundespräsident, der gewählt ist, natürlich dann politisch verspielen? Er bleibt trotzdem politisch verantwortlich, er bleibt rechtlich verantwortlich. Das haben wir im vorigen Kapitel über den Nationalrat und den Bundesrat gesehen. Da gibt es eine Bundesversammlung und der gegenüber ist der Bundespräsident selbst politisch verantwortlich. Die Bundesversammlung kann eine Volksabstimmung einsetzen, um den Bundespräsidenten abzuwählen. Dann könnte also das Volk ihn abwählen und die Bundesversammlung könnte wegen Verfassungsverletzung den Bundespräsidenten beim Verfassungsgerichtshof anklagen. Das ist also hier
in der Verfassung vorgesehen. Neben diesem wirklich wichtigen Punkt der Ernennung des Bundeskanzlers und auch der eventuellen Abberufung des Bundeskanzlers haben wir da noch eine ganze Reihe von anderen Zuständigkeiten des Bundespräsidenten. Aber diese Zuständigkeiten sind nicht wirklich seine Zuständigkeiten, weil er ist nicht frei in der Entscheidung, sondern er ist gebunden. Alle anderen Zuständigkeiten kann er in aller Regel nur über Vorschlag eines anderen Organs machen. Also er ist gefangen in diesen Zuständigkeiten. Und wozu, was gehört dazu? Also, wir haben den Abschluss der Staatsverträge des Bundes, aber auch den Abschluss der Staatsverträge der Länder. Das klingt gut und nach außen im Völkerrecht ist der Bundespräsident auch der alleinige Repräsentant von Österreich. Er unterschreibt alles, er ratifiziert die Verträge. Aber intern darf er nicht das tun, was er will. Er kann nicht alles unterschreiben. Er kann nicht eine Reise nach Brüssel machen, dort im NATO-Hauptquartier vorbeikommen und sagen, gibt's mir den NATO-Vertrag, ich unterschreibe, Österreich tritt bei. So spielt das nicht, sondern er ist im Inneren gebunden, das haben wir auch gesehen bei den Staatsverträgen, insbesondere wenn es um politische, gesetzesergänzende oder gesetzesändernde Staatsverträge geht, braucht er die Genehmigung durch den Nationalrat. Dann, was kann er noch machen? Er führt den Oberbefehl über das Bundesheer, aber beim Oberbefehl des Bundesheers braucht er auch das Mitwirken des Verteidigungsministers. Dann kann er die Auflösung des Nationalrats machen, aber auch da braucht er den Vorschlag der Bundesregierung. Er kann den Landtag auflösen mit Zustimmung des Bundesrats. Er hat ein Notverordnungsrecht, also letztlich kann er, wenn die Gesetzgebung nicht funktioniert, alle Gesetze vorübergehend erlassen, aber auch das auch nur auf Vorschlag der Bundesregierung. Er kann die Bundesbeamten ernennen, aber auch nur auf Vorschlag der Bundesregierung. Er kann Straftäter begnadigen, aber auch nur auf Vorschlag der Bundesregierung. Also zusammenfassend, wir sind eine Republik, daher haben wir einen verantwortlichen Bundespräsidenten. Der Bundespräsident ist verantwortlich der Bundesversammlung und damit auch dem Wahlvolk. Er ist rechtlich verantwortlich gegenüber dem Verfassungsgerichtshof. Wir sind nicht nur eine Republik, wir sind auch eine Demokratie. Daher wird der Bundespräsident vom Volk gewählt. Politisch ist diese Volkswahl, ist der Aufwand einer Volkswahl gerechtfertigt, weil er frei den Bundeskanzler und über Vorschlag des Bundeskanzlers die Bundesregierung ernennen kann. Aber dieses Vorschlagsrecht ist stark abgewertet dadurch, dass der Nationalrat, dass das Parlament ein Misstrauensvotum hat. In den anderen Aufgaben des Bundespräsidenten ist er ohne dies auf Vorschläge gebunden. Also wie ginge das mit dem NATO-Beitritt, wenn der Bundespräsident meint, es wäre so super, wenn Österreich der NATO beitritt, dann könnte er das nicht einfach im Völkerrecht erklären und den Vertrag unterschreiben, sondern es müsste zuerst eine Willensbildung innerhalb der Regierung laufen, wenn die müsste ihm dann vorschlagen, einen solchen Vertrag abzuschließen, dann würde er vielleicht nach Brüssel fahren oder einen Beauftragten dorthin schicken und der könnte jetzt nicht beitreten, sondern er könnte mal paraffieren, vorläufig unterschreiben, dann ginge das vorläufig Unterschriebene in den Nationalrat. Hier müsste der Nationalrat zustimmen und erst wenn dann der Nationalrat zugestimmt hat, dann könnte er nach außen den Vertrag wirklich abstimmen, ratifizieren nennt man das. Also eine echte Bindung dieser Kompetenz schaut gut aus, ist aber politisch stark abgebunden. Vielen Dank für heute.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, willkommen zur Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht 1. Wir sind also heute beim Bundespräsidenten. Mit mir im Studio ist wieder Herr Professor Binder. Grüß Gott. Und wir schauen also jetzt gleich zu den ersten Fragen. Österreich ist eine demokratische Republik. Der Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Sie erinnern sich an das Kapitel über die Republik. Da haben Sie das auch schon kennengelernt. Der Bundespräsident ist neben den Staatsteilgewalten der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit die vierte Gewalt im Staat. Das ist falsch, weil wir haben also nur diese drei Staatsteilgewalten, Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit. Es gibt keine vierte Gewalt und daher muss also der Bundespräsident auch zu einer dieser drei Staatsteilgewalten gehören und das kann nur die Verwaltung sein. Er ist kein Gesetzgeber, das wissen Sie, und er ist auch kein unabhängiger Richter. Das heißt, der Bundespräsident ist ein Verwaltungsorgan. Drittens, der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt, das haben wir schon gehört. Er kann daher dem Bundeskanzler, der Bundesregierung und allen anderen Verwaltungsorganen des Bundes und der Länder Weisungen erteilen. Das ist falsch. Staatsoberhaupt heißt also nicht höchstes Organ im Staat und darf jedem anderen eine Weisung erteilen, sondern eben Bundespräsident hat als Staatsoberhaupt vor allem Außenvertretungsaufgaben und andere eben bestimmte Aufgaben, die ihm das BVG zuweist. Er hat aber eben kein Weisungsrecht gegenüber hier Kanzler, Bundesregierung und anderen Verwaltungsorganen. Viertens. Als Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident Chef der Verwaltung. Ihm obliegt die Leitung der Verwaltung des Bundes und der Länder. Das geht also jetzt auch in diese Richtung von drittens. Ja, als Oberhaupt ist er Chef von der gesamten Verwaltung. Das ist aber auch eben nicht richtig. So sieht das die Bundesverfassung nicht vor. Er hat also diese vor allem Außenvertretungsaufgaben, einige Aufgaben darüber hinaus, aber er ist jetzt nicht da so das Oberverwaltungsorgan schlechthin, das anderen Weisungen erteilen dürfte oder die Verwaltung, Bundesverwaltung, Landesverwaltung hier leiten würde als oberstes Verwaltungsorgan. Fünftens, die vom Bundespräsidenten erlassenen Bescheide nennt man Entschließungen, Gesetze des Bundespräsidenten nennt man allgemeine Entschließungen. Es ist richtig, dass man die Bescheide des Bundespräsidenten Entschließungen nennt und es gibt auch allgemeine Entschließungen. Das sind aber keine Gesetze. Wenn Sie das alles wirklich mitgedacht haben bisher, ist Ihnen das schon klar, dass das keine Gesetze sein können, weil Gesetze macht eben nur formellen Sinn zumindest nur das Parlament. Wir haben gesagt, der Bundespräsident gehört nicht zur Gesetzgebung. Der Bundespräsident ist ein Verwaltungsorgan, daher kann der keine Gesetze erlassen. Also diese sogenannten allgemeinen Entschließungen sind daher dann Verordnungen. Ja? Das heißt, entweder ist eine Entschließung ein Bescheid oder eine allgemeine Entschließung ist eine Verordnung, aber kein Gesetz. Sechstens, zum Bundespräsidenten ist jede Person wählbar, welche die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaats besitzt und spätestens am Wahltag das 35. Lebensjahr vollendet hat. Das stimmt zum Großteil, allerdings ist hier auch eine Kleinigkeit falsch, weil wir müssen, um zum Bundespräsidenten gewählt werden zu können, österreichischer Staatsbürger, österreichische Staatsbürgerin sein. Die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaats reicht dafür nicht, auch wenn wir schon 35 sind. Ja, also ausschließlich österreichische Staatsbürger können Bundespräsident werden. Siebtens. Die Amtsperiode des Bundespräsidenten beträgt 6 Jahre. Wer schon einmal das Amt des Bundespräsidenten ausübte, darf nicht neuerlich zum Bundespräsidenten gewählt werden. Das ist auch falsch. Jemand, der also schon Bundespräsident war, kann auch neuerlich zum Bundespräsidenten gewählt werden. Eine Wiederwahl auf eine unmittelbar folgende Periode ist nur einmal möglich, aber wenn er wieder eine aussetzt, könnte er also auch erneut wiedergewählt werden. Achtens, der Bundespräsident wird seit der Novelle 1929 vom Volk gewählt. Das ist korrekt. Das haben wir also auch schon erörtert beim
parlamentarischen Regierungssystem. Der Vizepräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Das ist also ein Unsinn, weil unsere Bundesverfassung überhaupt keinen Vizepräsidenten kennt. Ja, so etwas gibt es nicht nach unserer Verfassung. Neuntens, der Bundespräsident ist von dem Parlament politisch verantwortlich. Das ist auch falsch. Ja, der Bundespräsident wird vom Volk gewählt und das Volk ist dann auch das, das den Bundespräsidenten wieder abberufen kann. 10. Die Bundesversammlung kann die Durchführung einer Volksabstimmung zur Absetzung, damals dieses Phänomen, beschließen. Und da sehen Sie jetzt auch, vorhin war ja auch beim vorangegangenen Kapitel das eine oder andere Mal von der Bundesversammlung die Rede. Und ich habe erwähnt, dass die Bundesversammlung mit einer Ausnahme alle ihre Aufgaben hat im Zusammenhang mit dem Bundespräsidenten. Eine dieser Aufgaben nach dem BVG ist eben hier eine Volksabstimmung zur Absetzung des Bundespräsidenten zu beschließen. Braucht also einen Beschluss der Bundesversammlung und dann entscheidet aber in der Abstimmung das Bundesvolk, ob ein Bundespräsident tatsächlich abgesetzt werden soll oder nicht. 11. Wegen Verletzung der Bundesverfassung kann der Bundespräsident beim Verfassungsgerichtshof angeklagt werden, Staatsgerichtsbarkeit. Die Anklageerhebung setzt die Durchführung einer Volksabstimmung voraus. Ja, wir haben also hier auch so etwas Ähnliches wie im Verhältnis zur Bundesregierung. Auch der Bundespräsident kann aus verschiedenen Gründen abgesetzt werden, nämlich einfach so, weil wir ihn nicht mehr wollen. Da braucht es also einen Beschluss der Bundesversammlung und das Volk entscheidet dann letztlich darüber. Oder aber auch bei Rechtsverletzungen. Im Fall des Bundespräsidenten allerdings müssen es ganz besondere Rechtsverletzungen sein, nämlich die Verletzung der Verfassung, ja, der Bundesverfassung selbst. Dann kann der Bundespräsident beim Verfassungsgerichtshof angeklagt werden, so wie eben auch ein Minister beim Verfassungsgerichtshof angeklagt werden kann. Das ist eben die Staatsgerichtsbarkeit nach Artikel 142 und soweit ist es auch korrekt. Die Anklageerhebung setzt die Durchführung einer Volksabstimmung voraus, heißt es dann noch, und das ist falsch. Ja? Die Anklageerhebung braucht also keine Volksabstimmung. Das unter 10. und 11. sind also zwei verschiedene Dinge. Ja? Es kann eine Abstimmung geben zur Absetzung des Bundespräsidenten und das andere ist die Anklageerhebung wegen Verletzung der Bundesverfassung beim Verfassungsgerichtshof. Da hat aber das Bundesvolk nichts mit damit zu tun. Da wird das Bundesvolk nicht involviert. Der Bundespräsident steht also nicht oder nur zum Teil über den Gesetzen. Denn eine rechtliche Anklage wegen Gesetzesverletzung, also Verletzung einfacher Gesetze, sieht die Verfassung nicht vor. Eine rechtliche Anklage ist nur möglich, wenn er Verfassungsgesetze, Bundesverfassungsgesetze verletzt hat. Politisch kann er natürlich auch Verantwortung gezogen werden, wenn er einfach gesetzliches Recht verletzt, aber dann eben politisch nur, dann kann es nur ein Abwahlverfahren geben. So, dann zur Bildung der Bundesregierung. Wir werden gleich sehen, was das mit dem Bundespräsidenten zu tun hat. 12. Seit der BVG-Novelle 1929 wählt nicht der Nationalrat die Bundesregierung, sondern der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler und über dessen Vorschlag die Bundesminister und Staatssekretäre. Und das ist richtig. Also von dieser BVG-Novelle war vorhin ja auch schon die Rede und seit 1929 wählt also das Bundesvolk direkt den Bundespräsidenten und genau seit dieser Novelle ist es also nicht mehr das Parlament, dass die Bundesregierung wählt, sondern ist es der Bundespräsident, der die Bundesregierung ernennt. Ja? Vielleicht lesen Sie da auch noch einmal im Lehrbuch nach über das parlamentarische Regierungssystem. Dort kommen also diese Dinge, diese Phänomene und dieses Zusammenspiel auch schon einmal vor. Wichtigste Aufgabe 13 des Bundespräsidenten ist die Bildung der Bundesregierung. Der Bundespräsident ernennt frei den Bundeskanzler und über Vorschlag des Bundeskanzlers die Mitglieder der Bundesregierung. In gleicher Weise bildet der Bundespräsident die Landesregierung an. Wenn wir also schauen, wie das mit der Bundesregierung ist, dann stimmt also das
zumindest mal was die Bundesregierung anlangt. Der Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die übrigen Mitglieder der Regierung werden vom Bundespräsidenten ernannt. Ja, und zur Entlassung dann auch, das darf er auch, das lesen wir vielleicht gleich mit, des Kanzlers und der gesamten Bundesregierung ist auch ein Vorschlag nicht erforderlich. Das kann er also alles der Bundesregierung, der Bundespräsident machen, und das ist wirklich die wichtigste Aufgabe des Bundespräsidenten. Er ernennt völlig frei, also mit frei ist gemeint, er braucht keinen Vorschlag. Üblicherweise ist der Bundespräsident ja bei seinen Aufgaben an Vorschläge in aller Regel der Bundesregierung gebunden. Das ist aber eine Aufgabe, wo er keinen Vorschlag braucht und eine wichtige Aufgabe. Ja, dann kommt allerdings der dritte Satz, und da heißt, in gleicher Weise funktioniert das auch in Bezug auf die Landesregierung, und da ist es falsch, weil die Landesregierung wird nach Artikel 101 BVG jetzt nicht vom Bundespräsidenten ernannt, sondern die Landesregierung. Dort haben wir also wirklich parlamentarisches Regierungssystem in Reinkultur, vom Parlament, also vom Landtag, vom jeweiligen gewählt, wie es eben auch im Bereich der Bundesregierung bis 1929 war. In der Realität ist die Bundesregierung das mächtigste Staatsorgan. Natürlich, am Papier ist es der Gesetzgeber, ist das Parlament, das auch Verfassungsgesetze machen kann. Aber die Abgeordneten sind einmal 183 im Nationalrat und 61 im Bundesrat. Da mag schon der eine oder andere noch ein Jagdgewehr daheim haben, aber das ist schon die gesamte Gewalt, die das Parlament tatsächlich hat. Das heißt, die Gewalt oder die Macht des Parlaments steht weitgehend am Papier. Die tatsächliche Gewalt ist bei der Regierung. Die Regierung hat Macht über alle bewaffneten Kräfte, über Polizei und Bundesheer. Die Regierung hat Gewalt über zigtausende öffentliche Bedienstete, die in ihrem Sold stehen, und die Bundesregierung hat zudem auch noch die Möglichkeit, das Geld des Bundes auszugeben. Also das sind alles gewaltige Machtfragen, sodass es eine ganz entscheidende Frage ist, wer ist Bundesregierung? Das ist die politische Frage im österreichischen System schlechthin. Und da ist also entscheidend, ob das vom Nationalrat gewählt wird oder ob auf andere Weise die Bundesregierung zustande kommt. Unsere Verfassung hat sich 1929 eben dafür entschieden, die Bundesregierung nicht vom Parlament wählen zu lassen, sondern eben vom Bundespräsidenten ernennen zu lassen. Der Bundespräsident hat damit eine ganz, ganz wichtige politische Frage zu lösen. Er hat die politische Macht, sozusagen das mächtigste Organ des Staates zu bestellen. Und daraus resultiert, dass die Verfassung 1929 die Folgen daraus gezogen hat und auch die Volkswahl des Bundespräsidenten angeordnet hat. Und diese politische Kompetenz des Bundespräsidenten, das mächtigste politische Organ im Staat zu besetzen, rechtfertigt es oder erfordert es geradezu, dass der Bundespräsident dafür auch eine starke politische Legitimation hat. Und eine starke politische Legitimation hat er nur durch die unmittelbare Volkswahl. 14. Die Bundesverfassung sieht vor, dass der Bundespräsident die Bundesregierung nach jeder Nationalratswahl neu bildet. Sie wissen, dass das so ist. Allerdings steht hier, die Bundesverfassung sieht vor, und die Bundesverfassung sieht das nirgendwo vor. Wir werden uns der Frage noch annähern, warum das dann trotzdem so ist, ja, dass tatsächlich eine neue Bundesregierung wir bekommen, also dass der Bundespräsident wirklich nach jeder Nationalratswahl eine neue Bundesregierung ernennt. 15. Der Bundespräsident kann nur eine Person zum Bundeskanzler ernennen, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, das 18. Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen ist und in den Nationalrat gewählt wurde. Das ist nicht ganz richtig. Der letzte Teil ist falsch. Wenn wir hier schauen, welche Vorgaben hier das BVG macht,
Dann heißt es hier im Artikel 70 Absatz 2, zum Kanzler, Vizekanzler oder eben Bundesminister kann nur ernannt werden, wer zum Nationalrat wählbar ist. Also jemand, können wir also wieder im Artikel 26 nachschauen, der eben österreichischer Staatsbürger ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Und ausdrücklich heißt es hier auch noch einmal, müssen dem Nationalrat nicht angehören, sodass also hier keine Missverständnisse auftauchen. Ja, man muss zwar wählbar sein, das heißt die Voraussetzungen mitbringen, um gewählt werden zu können, aber man muss nicht tatsächlich im Nationalrat sitzen, man muss also kein Nationalratsmandat innehaben, damit der Bundespräsident einen zum Bundeskanzler ernennen darf. 16. Ja, und 18 Jahre ist auch zu jung für den Bundespräsidenten. Er muss also älter sein. 16. Bei Bestellung des Kanzlers ist der Bundespräsident zwar an keinen Vorschlag gebunden, allerdings darf er nur den Listenführer der aus der Nationalratswahl hervorgegangenen stimmenstärksten Partei zum Bundeskanzler ernennen. Brauchen wir also nur noch einmal 70.2 anschauen. Da steht also nichts davon drinnen, dass man hier der Listenführer der aus der Nationalratswahl vorgegangenen stimmenstärksten Partei sein muss. Man muss also nur das passive Wahlrecht mitbringen zum Nationalrat. Das war's. Ja, also nach dem BVG kann der Bundespräsident tatsächlich irgendjemanden zum Bundeskanzler ernennen, der hier passiv zum Nationalrat wahlberechtigt ist. Der muss also weder Listenführer sein einer aus der Nationalratswahl, noch muss er überhaupt einer politischen Partei angehören. Dass es praktisch so ist, dass der Bundespräsident den Listenführer der stimmenstärksten Partei zum Bundeskanzler ernennt, hat eben seinen Grund im Misstrauensvotum. 17. Der Bundespräsident ernennt den Kanzler und darf diesen ohne einen Vorschlag gebunden zu sein entlassen. Das haben wir gesehen. Das regelt also ausdrücklich tatsächlich so der Artikel 70 Absatz 1 BVG. Eine Entlassung des Bundeskanzlers ist aber nur zulässig, wenn der Bundeskanzler rechtswidrige Handlungen gesetzt hat. Und das ist falsch. Ja, das, was also im ersten Satz steht, dass ihn entlassen darf, das stimmt ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Der Bundeskanzler muss also hier keine Rechtsverletzungen gesetzt haben, damit der Bundespräsident ihn entlassen darf. Ja, genauso wie der Bundespräsident den Bundeskanzler frei ernennen darf, ohne Vorschlagsbindung, irgendjemanden zum Bundeskanzler bestellen darf, der das passive Wahlrecht zum Nationalrat hat, kann er den Bundeskanzler auch wieder absetzen. 18. Der Bundeskanzler und die Bundesminister sind nur dem Bundespräsidenten, der sie ernennt und abberufen kann, politisch verantwortlich. Österreich ist in diesem Sinne eine präsidentielle Demokratie. Das ist falsch. Der Bundeskanzler und die Bundesminister, das haben wir im Kapitel davor auch gesehen, nicht nur dem Bundespräsidenten verantwortlich, sondern auch dem Parlament, auch dem Nationalrat verantwortlich und Österreich. Das macht auch diese darüber hinausgehende Verantwortlichkeit auch dem Bundespräsidenten gegenüber, macht Österreich nicht zu einer präsidentiellen Demokratie. Das parlamentarische Regierungssystem kriegt einen präsidentiellen Einschlag. Ja, das ist aber auch alles. Eine präsidentielle Demokratie werden wir dadurch nicht. 19. Die Bundesregierung ist eine Mehrheitsregierung, wenn sie von allen Parlamentsabgeordneten aktiv politisch unterstützt wird. Das stimmt auch nicht. Also Mehrheitsregierung haben wir dann, wenn eben die Parlamentsmehrheit hinter der Bundesregierung steht. Und noch eine Frage zu einer Regierungsvariante. Die Bundesregierung ist eine Koalitionsregierung, wenn sie eine aus mehreren Parteien gebildete Mehrheit im Parlament hinter sich hat. Und diese Mehrheitsfrage und auch die Frage, warum nimmt der
Bundespräsident tatsächlich faktisch, obwohl wir gesehen haben, im BVG steht davon nichts, den Listenführer aus der Nationalratswahl und bestellt den zum Bundeskanzler. Und warum braucht die Regierung hier Mehrheiten im Parlament? Das liegt eben, wie gesagt, an diesem Instrument des Misstrauensvotum, dass eben der Nationalrat, das Parlament, die Bundesregierung absetzen kann, und sie braucht keinen Grund dafür nennen und es braucht keine Rechtsverletzung der Bundesregierung. Sie kann einfach sagen, ich vertraue dir nicht mehr und sie aus dem Amt befördern. Und daher ist es notwendig, dass die Bundesregierung die Mehrheit im Parlament hinter sich hat, weil sonst ist sie einen Tag im Amt und schon ist sie mit Misstrauensvotum wieder beseitigt. Und das macht ja keine stabile Regierung möglich, und das ist klarerweise dem Bundespräsidenten, wenn er den Bundeskanzler ernennt, auch bewusst. Ja? Daher muss man also vor dem Hintergrund dieses Misstrauensvotums immer danach trachten, dass die Bundesregierung hier eben zumindest gewisse Mehrheiten im Parlament hinter sich hat, damit nicht sofort wieder gegen diese ernannte neue Bundesregierung mit Misstrauensvotum eben vorgegangen wird. Und ein letztes noch zu dieser eingangs erwähnten Geschichte: Warum bekommen wir überhaupt eine neue Bundesregierung, wenn wir einen neuen Nationalrat haben? Wir wählen ja den Nationalrat und nicht die Bundesregierung. Also warum gibt es dann auch eine neue Bundesregierung? Das hängt klarerweise auch mit diesem Misstrauensvotum zusammen. Man will also bei der neuen Regierung auch schauen, dass die im neuen Parlament auch die entsprechenden Mehrheiten hinter sich hat. Und die Bundesregierung tritt daher eben anlässlich einer Neuwahl des Nationalrats zurück, sodass eben dann für den Bundespräsidenten die Pflicht entsteht, auch eine neue Bundesregierung zu bestellen. Sie müsste das aber nicht. Ja? Von Bundesverfassungswegen wäre das keine Pflicht, dass sie einfach zurücktritt. Sie könnte auch im Amt bleiben, obwohl wir einen neuen Nationalrat gewählt haben. So, 21, was darf der Bundespräsident noch? Der Bundespräsident darf alle Zuständigkeiten nur auf Vorschlag der Bundesregierung oder einer Landesregierung setzen. Das haben wir schon gesehen, nämlich die allerwichtigste Ausnahme von diesem durchaus Grundsatz ist eben die Bestellung der Bundesregierung. Aber ansonsten ist der Bundespräsident grundsätzlich tatsächlich nur berechtigt, seine Zuständigkeiten eben auf Vorschlag in der Regel der Bundesregierung oder eines einzelnen Ministers oder eben der Landesregierung auszuüben. 22. Gebundene Zuständigkeiten des Präsidenten, die er nur über Vorschlag eines anderen Staatsorgans ausüben darf, sind etwa der Abschluss von Staatsverträgen, die Auflösung des Nationalrats, das Notverordnungsrecht. Also diese Aufgaben, die der Bundespräsident nur auf Vorschlag vor allem der Bundesregierung wahrnimmt, die nennen wir eben gebundene Zuständigkeiten. Und zu denen gehören eben Aufgaben wie Abschluss von Staatsverträgen, ja, Auflösung des Nationalrats. So, Nationalrat darf sich nicht nur selbst auflösen, auch der Bundespräsident darf ihn auflösen. Oder das Notverordnungsrecht nach Artikel 18. Das sind also alles Aufgaben, Kompetenzen des Bundespräsidenten, wo er darauf angewiesen ist, dass ihm die Bundesregierung einen entsprechenden Vorschlag macht. 23. Dem Bundespräsidenten obliegt die Vertretung der Republik nach außen, die sogenannte Außenvertretungsbefugnis. Ja, das ist die klassische, typische Aufgabe des Staatsoberhaupts, dass der eben den Staat nach außen vertritt. Gemeint ist unter Vertretung nach außen hier die Vertretung im völkerrechtlichen Verkehr zwischen den Staaten. Wir haben auch gehört, dass nach außen bedeuten kann, dass etwa eine Gebietskörperschaft nach außen im zivilrechtlichen Verkehr gebunden ist. Aber das scheidet hier ja von vornherein aus, weil die Republik Österreich ja nicht eine Körperschaft ist, die rechtsfähig wäre. Hier geht es ausschließlich um die Frage der Vertretung der Republik Österreich im internationalen Verkehr. Ja, und bei 24. geht es genau auch um diesen internationalen Verkehr, nämlich der Bundespräsident schließt die Staatsverträge des Bundes ab, die Staatsverträge der Länder schließt der Landeshauptmann ab. Und das ist falsch, weil der Bundespräsident nicht nur die sogenannten Staatsverträge des Bundes, sondern auch die Staatsverträge der Länder abschließt, weil wir eben nur ein einziges Staatsoberhaupt haben, und das ist eben der Bundespräsident. Damit hier keine Missverständnisse auftreten: Österreich ist als Gesamtstaat
ein Völkerrechtssubjekt und kann international verkehren. Österreich ist mit seinen Bundesländern kein Völkerrechtssubjekt, also Oberösterreich ist kein Völkerrechtssubjekt und kann nicht völkerrechtlich verkehren. Daher kann es nach außen immer nur Staatsverträge des Bundes geben, nie Staatsverträge des Landes, dass das Land Kraft eigener Völkerrechtssubjektivität abschließt. Nun, wenn es aber dann trotzdem Staatsverträge des Bundes und Staatsverträge des Landes gibt, dann ist das eine innerösterreichische Regelung der Bundesverfassung. Sie sieht also innerösterreichisch vor, dass zu gewissen Themen der Bund abschließen darf und zu gewissen Themen das Land hier die Entscheidung treffen darf. Aber sowohl Bund und Land, weil wir eben nur ein Völkerrechtssubjekt nach außen sind, können nur durch den Bundespräsidenten abschließen. Also wenn ein Land einen Staatsvertrag abschließen will, dann müsste ein innerstaatliches Verfahren in Gang gesetzt werden, das mit dem Vorschlag an den Bundespräsidenten enden würde, hier jetzt einen internationalen Vertrag der Republik Österreich abzuschließen. Nun, das ist in der Verfassung etwas kompliziert alles geregelt, aber seit 1980 etwa ist diese Bestimmung in der Verfassung und die Länder haben noch keinen einzigen Staatsvertrag abgeschlossen, also es wird wahrscheinlich auch keiner abgeschlossen werden. Sie sehen also hier die entsprechende Bestimmung im BVG, Artikel 65, der Bundespräsident vertritt die Republik nach außen, diese Außenvertretungsbefugnis und er schließt die Staatsverträge ab. 25, Staatsverträge des Bundes können in allen Angelegenheiten abgeschlossen werden, auch in solchen, die nach der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung in die Zuständigkeit der Länder fallen. Das ist richtig, hier gibt es also keine Einschränkung nach der Kompetenzverteilung. 26, die Republik Österreich schließt Staatsverträge mit anderen Staaten und internationalen Organisationen. Sie erinnern sich, Völkerrechtssubjekt sind ja nicht nur Staaten, sondern auch internationale Organisationen. Die vom Bundespräsidenten abgeschlossenen Staatsverträge des Bundes können sowohl den Kompetenzbereich des Bundes als auch den Kompetenzbereich des Landes betreffen. Das Land ist verpflichtet, seine Rechtsordnung den Staatsverträgen entsprechend anzupassen. Das auch richtig. Wenn also hier Angelegenheiten der Länder, der Landeskompetenzen Inhalt des Staatsvertrages sind, dann müssen die Länder das entsprechend adaptieren. 27. Der Bundespräsident ist für den Abschluss von Staatsverträgen zuständig. Bestimmte Staatsverträge, insbesondere in den Aufgabenkreis der Parlamente berührende Staatsverträge, darf der Bundespräsident allerdings nur mit Genehmigung des Parlaments abschließen. Und das ist richtig und der Grund dafür ist jetzt nicht nur, dass das im Artikel 50 BVG ausdrücklich drinnen steht, sondern der Grund dafür ist, dass wir ja wissen, dass wir eine Demokratie sind und in der Demokratie geht das Recht vom Volk aus, also konkret vom Gesetzgebungsorgan, von den Parlamenten. Und den Staatsvertrag schließt aber der Bundespräsident ab und der Bundespräsident ist ein Verwaltungsorgan, haben wir gesagt. Und wenn jetzt der Bundespräsident hier, wie es hier heißt, den Aufgabenkreis der Parlamente berührende Staatsverträge, also insbesondere Staatsverträge, die im Rang eines Gesetzes stehen, damit kann er ja auch Gesetze ändern, Gesetze ergänzend, er macht also inhaltlich in Wahrheit ein Gesetz, dann kann das nicht gehen, ohne dass hier das Gesetzgebungsorgan das genehmigt, dass hier das Gesetzgebungsorgan hier mit eingebunden wird in dieses Prozedere. Weil ansonsten könnte ja das Verwaltungsorgan Gesetze, die das Parlament gemacht hat, einfach abändern. Und das würde den Überlegungen zur Demokratie widersprechen. Daher hier ausdrücklich im Artikel 50 die Anordnung, dass eben der Bundespräsident, wenn er solche Staatsverträge abschließt, die eben im Rang eines Gesetzes stehen, hier die Genehmigung des Parlaments braucht.
28. Das Bundesparlament wirkt beim Abschluss der Staatsverträge des Bundes mit. Ihm umliegt die Genehmigung der politischen gesetzändernden und gesetzesergänzenden Staatsverträge sowie der die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union ändernden Staatsverträge. Das ist richtig. Das ist also die Formulierung, die das BVG im Artikel 50 wählt. Immer wenn es also um einen politischen gesetzändernden, gesetzesergänzenden oder eben um einen Staatsvertrag im Zusammenhang mit der EU geht, dann braucht es hier jedenfalls diese Genehmigung durch das Parlament, also einen Beschluss im Parlament, der ähnlich abläuft wie ein Gesetzesbeschluss, aber eben kein Gesetzesbeschluss ist, sondern ein Genehmigungsbeschluss. Dann haben wir noch den Streichtext mit 6 Fehlern. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt des Bundes. Das Staatsoberhaupt eines Landes ist der Landeshauptmann. Das ist klar falsch. Wir haben also ein Staatsoberhaupt für den Gesamtstaat, für die Republik. Das ist der Bundespräsident. Die Länder haben also hier kein eigenes Staatsoberhaupt daneben oder darüber hinaus. Der Bundespräsident wird im gewaltenteilig organisierten Staat der Gesetzgebung zugeordnet. Das ist, wissen wir auch, schon falsch. Der Bundespräsident zählt also der Verwaltung zu. Er ist kein Gesetzgebungsorgan. Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten für eine Funktionsperiode von 6 Jahren. Nicht die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten, sondern das Bundesvolk. Funktionsperiode von 6 Jahren ist korrekt. Der Bundespräsident kann mehrfach wiedergewählt werden. Das geht also nicht x-beliebig. Wir haben also genaue Regeln, das heißt eine unmittelbar mögliche Wiederwahl ist zulässig, dann allerdings muss er einmal pausieren, dann könnte er wiedergewählt werden. Also unbeschränkt wiedergewählt kann er nicht. Zum Bundespräsident kann gewählt werden, weil am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet ist. Das könnte man meinen, weil unsere Bundespräsidenten üblicherweise doch etwas fortgeschrittenen Alters sind. Allerdings die Bundesverfassung sagt nicht 65, sondern 35 muss der Bundespräsident sein. Muss also jemand sein, damit er sich zum Bundespräsidenten wählen lassen darf. Das ist also doch noch relativ jugendlicher Bundespräsident, könnte man haben. Die wichtigste Aufgabe des Bundespräsidenten ist die Bildung der Bundesregierung. Das ist ohne Frage so, haben wir gesehen. Ja. Noch dazu eine Aufgabe ohne Vorschlagsbindung. Der Bundespräsident ernennt frei, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein, den Bundeskanzler. Stimmt, brauchen Sie nur im Artikel 70 nachschauen. Die Bundesminister werden vom Nationalrat gewählt. Wissen wir jetzt auch schon, braucht man auch nur wieder im 70 nachschauen, wenn wir es vergessen hätten. Auch die Bundesminister, also die gesamte Bundesregierung, wird vom Bundespräsidenten ernannt und nicht vom Nationalrat gewählt. So, dann haben wir noch wieder unsere Fragen unter drittens, nämlich sollen jetzt ausformulieren, wie die Mitglieder der Bundesregierung in ihr Amt kommen. Haben wir jetzt zuletzt auch beim Streichtext gesehen, wie das passiert. Die Mitglieder der Bundesregierung werden also vom Bundespräsidenten ernannt. Da kann man auch, wenn immer das möglich ist, ist auch immer klug, hier die Grundlagen im Gesetz, wenn es gibt, auch im Bundesverfassungsgesetz dazu schreiben. Also nach Artikel 70 werden die Mitglieder der Bundesregierung vom Bundespräsidenten ernannt, und zwar konkret der Bundeskanzler eben ohne Vorschlagsbindung. Hier kann der Bundespräsident frei wählen, wen er zum Bundeskanzler ernennt, frei mit einer Einschränkung. Es muss jemand sein, der zum Nationalrat passiv wahlberechtigt ist. Das steht im Artikel 70 Absatz 2. Die übrigen Mitglieder der Bundesregierung ernennt eben auch der Bundeskanzler, aber da ist er an den Vorschlag des von ihm bestellten Bundeskanzlers eben gebunden. Zweitens, welche Bedeutung haben die Mehrheiten im Nationalrat für die Bildung der Bundesregierung und warum hat das eine Bedeutung? Wir haben das gesehen bei den Ja-Nein-Fragen. Der Knackpunkt ist hier also das Misstrauensvotum, also der Artikel 74 BVG, diese Möglichkeit des Parlaments, die Bundesregierung abzusetzen, und zwar ohne
Begründung und ohne irgendwelche Verfehlungen seitens der Bundesregierung. Und deswegen muss man also hier danach trachten, dass die Bundesregierung entsprechende Mehrheit im Parlament hinter sich hat, weil wir sonst keine stabile Regierung hätten. Ja, es macht keinen Sinn, immer eine neue Bundesregierung zu ernennen, die dann nach spätestens einer Woche mit Misstrauensvotum des Parlaments wieder abgesetzt wird. Und dann gibt es wieder eine neue Bundesregierung und dann wird die wieder abgesetzt. So kann man also nicht regieren, so kommt man also nicht weiter im Staat. Grund für all das liegt also im Misstrauensvotum, das hier das Parlament die Regierung absetzen kann, und daher braucht man also entsprechende Mehrheiten, und das erleben Sie also nach einer Neuwahl des Nationalrats auch immer wieder, wie hier dann um diese Zusammensetzung unter Umständen auch gerungen wird, und dass also hier wirklich die Mehrheit entsprechend dann auch die Bundesregierung hinter sich weiß, um nicht ständig jeden Tag fürchten zu müssen, abgesetzt zu werden. So, das war es also zum Bundespräsidenten, wieder ein etwas kürzeres Kapitel, mit dem wir also jetzt schon am Ende sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.